Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Karmesin Tiefgrüne Maske. Wir sind in der letzten Folge hier nach Kitakami gereist, weil wir momentan auf einem Schulausflug sind. Und dort haben wir auch ein paar Sachen über diese Region erfahren. Unter anderem, dass Kitakami früher von einem bösen Oni bedroht wurde, der anscheinend hier in dieser kleinen Höhle da leben sollte. Den Oni haben wir tatsächlich noch nicht getroffen, beziehungsweise vielleicht, nur mal kurz gesehen. Was wir allerdings getroffen haben, sind neue Menschen. Wir haben andere Personen kennengelernt. Wer hätte es gedacht? Darunter eine ganz besondere Person namens Joe. Zudem müssen wir uns jetzt erst einmal aufmachen, denn heute soll das Maskenfestival stattfinden in Kitakami und dafür sollen wir vorher noch bei unserem neuen Freund vorbeischauen. OP, ich bin wieder da. Oh, willkommen daheim, Joe. Wen hast du denn da mitgebracht? Das ist Lessig. Er nimmt auch an der Exkursion teil. Du meine Güte, beinahe hätte ich es vergessen, heute Abend fängt ja das Maskenfest an. Ich habe genau die richtige Kleidung für euch. Damit seid ihr perfekt auf das Fest vorbereitet. Und... an dem Haarschnitt sollten wir vielleicht noch etwas arbeiten. Aber ansonsten sieht's doch ganz okay aus. So habe ich mir das vorgestellt. Das steht dir wirklich prächtig. Naja. Ah, da ist Hannah. Die kennen wir mittlerweile übrigens auch. Ah, richtig. Oma, ich kann meine Maske für das Fest nicht finden. Eigentlich müsste ich sie letztes Jahr in den Schuppen geräumt haben. Dann gehen wir jetzt mal eine Maske suchen. Hol dir eine Maske. Das nenne ich mal eine präzise Aufgabenstellung. Ja, ich fasse es nicht. Im Schuppen waren jedenfalls nur zwei Masken. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Als Entschädigung bekommst du jetzt zu sehen, wie gut ich in meinem Festoutfit beim Kämpfen aussehe. Okay, das nenne ich ein Statement. Ich habe das Gefühl, dass das Festoutfit nicht wirklich was bringt. Lass dich ruhig von meinem hübschen Look ablenken, damit ich dich fertig machen kann. Ja, das mit dem hübschen Outfit hat scheinbar nicht so wirklich funktioniert. Begib dich zum Maskenfest. Ja klar, nur sollten wir uns vielleicht vorher mal eine neue Frisur zulegen. Das da sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Oh, wen haben wir denn da? Dich hätte ich ja nicht so früh erwartet. Willkommen auf dem Maskenfest. Heute ist nur der erste Tag. Es läuft noch etwas länger. Das Maskenfest feiern wir zu Ehren unserer tapferen Helden, der drei Gefährten. Ah, da ist ja unser Freund. Na, was geht? Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen beim Oni-Austreibungsspiel. Möchtest du teilnehmen? Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber klar, warum nicht? Okay, ich habe das jetzt so verstanden, dass wir die Ballons zum Platzen bringen müssen und eine gewisse Bärenanzahl einsammeln müssen. Wir brauchen zwei rote und vier grüne. Die können wir uns gerade mal hier abholen. Damit haben wir genug, dann brauchen wir noch blaue, da kriegen wir unsere roten. Nein, ich will noch einen roten, dann brauchen wir noch zwei graue. Wir nehmen ruhig mal ein bisschen mehr mit, das wird schon. Und wieder zurück zum Tisch. So, das hierhin abgeben, das hierhin abgeben. Achso, wir müssen da mehrmals drauf drücken, okay. Und dann noch hierhin alles abgeben und noch hierhin alles abgeben. Abgeschlossen. Ah, jetzt kommt Level 2. 5 von jedem. Na dann mal los. Direkt hier 3 mitnehmen. 2 davon. Da sammeln wir direkt erstmal alle 5 ein. Dann haben wir hier noch 3. Dann bräuchten wir noch 5 grüne. Und zack, 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 zack. Da haben wir unsere 5 grünen. Und dann brauchen wir noch 2 rote. Die stibitzen wir uns mal gerade da. 1, 2, fertig. Okay, Level 3 haben wir auch noch. 7977. Na dann mal los. Oh, vielleicht sollten wir erst anfangen. Jetzt. So, 1, 2. Direkt hier alles mitnehmen, was wir hier kriegen. So, hier können wir noch ein paar blaue mit einsammeln. Dann haben wir hier schon mal die 7 geknackt. 3 weitere grüne. Dann nehmen wir die ganzen grauen hier mit. Damit haben wir jetzt schon 7. Komm, ich brauche noch 3 grüne. Zack, zack, weg damit. Und jetzt brauchen wir noch 2 rote. 1 und 2. Oh Gott, wir haben einen vergessen. Jetzt haben wir aber alles. Mal sehen. Du hast 7552 Punkte erzielt. Dafür bekommst du einen Preis. Hier bitte. Ich, Hannah, die Königin der Balloni-Jagd. Bin nicht mehr die Beste? Ich werde versuchen, sie zu beruhigen. Schau du dich ruhig weiter auf dem Fest um. Also diese Hannah, die hat ja ein Temperament, das ist ja unfassbar. Wer ist denn da? Hallo?
Na, mein Freund, willst du dich mal kurz umdrehen? Nein, er haut lieber direkt wieder ab. Kann ich auch irgendwo verstehen. Im Prinzip hasst ihn jeder in diesem Dorf. Gut, ich würde mal vorschlagen, wir folgen unserem Neuankömmling. Oh, da steht er sogar. Wow, ich hätte gedacht, er wäre jetzt hoch auf den Berg gelaufen, aber nein. Er ist noch da. Na, mein Freund, können wir dir irgendwie helfen? Ja, du siehst irgendwie so aus, als hättest du keine Ahnung, was du hier sollst. Hm? Ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist, so nah ranzugehen. Ein rätselhaftes Kind mit einer Maske starrt dich an. Naja, ob das ein Kind ist, weiß ich jetzt nicht. Hey, Lässig, hör dir das an. Oh Gott, Hannah, du solltest vielleicht jetzt nicht gerade da sein. Ja, okay, super. Na toll, du jetzt hast du ihn verscheucht. Hm? Wer war das denn? Ja, die Frage stellen wir uns alle. Folge dem rätselhaften Kind. Na, dann mal hinterher. Wie, ich kann Koraido noch nicht benutzen? Boah, warum muss ich denn hier so viel laufen? Das ist ja schrecklich. Okay, vielleicht müssen wir doch nicht so viel laufen. Zeigt er sich uns jetzt? Hey, Lässig! Lauf nicht einfach alleine weg! Hey, du da vorne! Das gilt auch für dich! Ja... Die sieht vielleicht... Oh, oh, das ist ein Problem. Ja... Die sollten wir, glaube ich, wieder zurückgeben. Komm runter zu uns. Nachts ist es auf dem Berg zu gefährlich. Ja, ich glaube, er ist definitiv keine Freunde gewohnt. Hm, ich frag mich, wer dieses Kind war und wo kam es her? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Kind war. Was? Wie meinst du das? Könnte es etwa der Oni gewesen sein? Der aus der Geschichte von den Infotafeln? Hm, es hat diese Maske verloren. Also muss es wirklich... Lässig, Hannah, was steht ihr denn hier so rum? Ja, also prinzipiell haben wir gerade den Oni getroffen. Und du so? Nichts. Er hat nichts Wichtiges gesagt. Wie immer. Alles gut. Hey, was soll das denn heißen? Behalt das alles für dich, okay? Das ist unser kleines Geheimnis. Lässig, na endlich. Du kreuzt ganz schön spät zu unserem nicht ausgemachten Treffen auf. Vielleicht liegt das daran, dass das nicht ausgemacht war? Mein Opa kennt sich mit alten Legenden aus. Am besten fragen wir ihn um Rat. Hey, Großväterchen, na, ich würde mal ganz kurz mit dir reden, wenn's geht. Oh, das ist jetzt schlecht, dass er da ist. Sollen wir zur letzten Infotafel aufbrechen? Joe, verzeih dich mal. Lässig und ich haben was zu besprechen. Ohne dich. Ja, das nochmal zum Thema, er soll sich nicht ausgeschlossen fühlen, ne? Wie auch immer, es gibt dringendere Dinge zu besprechen. Stimmt's, Lässig? Zeige meinem Opa, du weißt schon. Können wir das Ding nicht einfach aus unserem Beutel richtig rausholen? Ich meine, was war das denn gerade? Wir haben ihm die Luft gezeigt. Das kann nicht sein. Die Maske des Oni. Woher hast du die? Wir sind ihm begegnet, dem Oni, auf dem Maskenfest. Ich hätte nicht gedacht, dass der Oni auch heute noch unser Fest mit seiner Anwesenheit beehrt. Hm, wie meinst du das? Ist der Oni nicht der Böse, der das Dorf angegriffen hat? Die ganze Geschichte ist in Wahrheit genau andersrum geschehen. Vor langer Zeit verirrten sich ein Mann und ein Oni aus einem fremden Land nach Kitakami. Die Dorfbewohner fürchteten sich vor ihrem Erscheinungsbild, das anders war als ihres. Deshalb verboten sie den beiden Reisenden, sich dem Dorf auch nur ansatzweise zu nähern. Ein einzelner Dorfbewohner empfand jedoch Mitleid mit ihnen. Ein Maskenschnitzer. Er fertigte mehrere Masken für den Mann und den Oni an und schenkte sie ihnen. Mit den Masken konnten die zwei ihre Gesichter verbergen und sich unter die Dörfler mischen. Mit von den Masken verdeckten Gesichtern wagten sie sich schließlich auf das Dorf fest. Im Nu sprach jeder über die beiden rätselhaften Besucher mit ihren herrlichen Masken. Und so kam es, dass bald ein paar habsüchtige Pokémon nach Kitakami aufbrachen. Sie schlichen sich in das Zuhause des Mannes und des Oni ein. Dort versuchten sie, sich der sorgfältig verwahrten Masken zu bemächtigen. Der Mann, der zufällig zugegen war, vermochte eine der Masken zu beschützen. Einige Stunden später kehrte der Oni zur Höhle, seinem sonst glücklichen Zuhause, zurück. Doch... Er fand nur die Spuren eines Kampfes, so wie die grüne Maske vor. Der Oni setzte die Maske auf und lief hinab ins Dorf, wohl in der Hoffnung, den Mann zu finden. Dort sah er die drei Pokémon, die sich mit den herrlichen Masken brüsteten, und fiel über sie her.
Die anwesenden Dorfbewohner wussten nicht, was sich in der Höhle zugetragen hatte. Sie sahen bloß den herumwütenden Oni und verspürten eine unbändige Angst vor ihm. In ihren Augen schienen die drei Pokémon das Dorf mit ihrem Leben zu beschützen. Aus Dankbarkeit nannten sie die Pokémon die drei Gefährten und betteten sie zur Ruhe. Der Oni zog sich unterdessen verwundert und voll tiefer Trauer in seine nun einsame Höhle zurück. Die Leute im Dorf sind von ihrer Version der Geschichte überzeugt. Du weißt doch, wie wichtig ihnen die drei Gefährten sind. Wie würden sie wohl reagieren, wenn jemand plötzlich behaupten würde, all das sei ein Missverständnis gewesen? Ich schätze mal, sie würden ziemlich wütend werden. Um seine Nachkommen, also uns, zu schützen, beschloss unser Vorfahr fortan zu schweigen. Stattdessen begann er die wahre Geschichte als Familiengeheimnis von einer Generation an die nächste weiterzugeben. Wenn die ganze Zeit reif ist, werde ich auch Joe über die ganze Geschichte aufklären. Doch fürs Erste verliert ihr darüber kein Sterbenswörtchen an irgendwen, verstanden? Wenn ihm das so wichtig ist, denke ich, kriegen wir das hin. Ach übrigens, wegen der Maske, die du mir vorhin gezeigt hast. Mir ist aufgefallen, dass ein Teil des Edelsteins an dem Stirnpartie fehlt. Wenn du sie vorübergehend in meine Obhut gibst, kann ich sie vielleicht reparieren. Oh, kritische Sache. Sag bloß, der hat jetzt alles mit angehört. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Gut, dann gehen wir mal Joe suchen und sagen ihm, dass wir die letzte Tafel suchen gehen. Vielleicht steht da ja auch was Interessantes drauf. Wer weiß das Ganze schon so? Hey, Joe. Oh, hey, Lessig. Die Infotafeln. Also, die letzte ist ein bisschen weiter weg. Und zwar auf der Paradiesebene auf der anderen Seite des Oniyama. Oh, wir sind da. Da ist... Warum genau ist denn hier eine Tafel? Naja, schauen wir mal, was die gute Tafel so alles hat. Das hier ist die Paradiesebene. Ziemlich trostlos, was? Aber sag mal, was hältst du von einem Kampf, bevor wir uns um die Infotafel kümmern? Klar doch, warum denn nicht? Oh, dieses Mal fängt er mit seinem Yanma an. Naja, aber es bleibt, wie es ist. Feuer hilft gegen Käfer. Als nächstes kommt Quappo. Dann bist du jetzt an der Reihe, Jeremy. Ah, ein bisschen wenig Damage. Als nächstes kommt Sirapfel. Ah, ein neues Pokémon. Dann schmeißen wir doch mal wieder unseren Kinkay rein. Dann bin ich mal gespannt, was das Ding so drauf hat. Aber wir machen nicht ansatzweise so viel Damage. Naja, das macht bei unserem Kinkay jetzt nicht so groß was. Und hier kommt sein letztes Pokémon. Und ich habe ehrlich gesagt auch nichts anderes erwartet. Ich bin zu schwach, kein Wunder das. Da ist aber jemand aggressiv gerade. Egal, auf zur Infotafel. Bringen wir die Aufgabe endlich hinter uns. Nähert sich dir zur Dämmerstunde außerhalb des Dorfes eine Schattengestalt, so sei auf der Hut. Setze auf der Stelle eine Maske auf, um dein Antlitz zu verbergen und verneige dich. Ob Mensch oder Oni, er wird nur die Maske sehen und dich deines Weges gehen lassen. Solltest du keine Maske zur Hand haben, so hoffe, dass der Schatten sich als Mensch erweist. In diesem Fall darfst du den Sonnenaufgang erneut erleben und wirst nie mehr deine Maske vergessen. Entpuppt sich der Schatten jedoch als Oni, hat fürwahr dein letztes Stündlein geschlagen. Der Oni raubt jedem die Seele, dessen Gesicht er erblickt. Du wirst nie ins Dorf zurückkehren. Wie gut, dass diese Tafel außerhalb des Dorfes steht und dafür noch sehr, sehr weit weg vom Dorf. Dass der Oni die Menschen die Seele geraubt haben soll, halte ich für eine Lüge. Ja, du weißt ja, dass es eine Lüge ist. Also ja, prinzipiell ist das richtig. Sie hatten Angst vor dem Oni, okay. Aber warum mussten sie gleich so überreagieren und ihn aus dem Dorf vertreiben? Der arme Oni muss sich bestimmt total einsam gefühlt haben. Wie kann man andere nur so behandeln? Und ausschließen. Der macht es uns wirklich nicht leicht. Du siehst das also auch so, ja? Lass uns schnell noch ein Foto machen. Ja. Ich glaube, das Bild sagt momentan alles aus. Damit wäre unsere Aufgabe abgeschlossen. Meine Pokémon und ich müssen noch viel stärker werden. Ich gehe dann mal nach Hause. Tja, was soll ich dazu großartig noch sagen? Ich glaube, wir haben ein bisschen verkackt. Aber wir haben uns ja nur dran gehalten, was der Großvater zu uns gesagt hat. Jedenfalls würde ich behaupten, wir sind damit am Ende der Folge angekommen. Wir haben endlich unsere Aufgabe mit diesen Tafeln erledigt, haben den Ogapon gesehen und eine ziemlich interessante Story über ihn gehört. In der nächsten Folge schauen wir dann natürlich, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ob uns Joe noch verzeihen kann und. Jedenfalls hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt lässig und tschüss.